Ja, hallo meine lieben GeoLebenTV Zuseher, natürlich auch die auf Telegram. Schön, dass du hier mit dabei bist und dich selbst verantwortlich um deine Gesundheit kümmerst. Warum die Heidelbeere nicht altert, ewig hält und was sie mit dem Alter von uns Menschen zu tun hat, vor allem auch dem Gehirn und dessen Alterungsprozess, das erfährst du wie immer nach dem Intro. Ja, hier bin ich wieder, euer Geo von GeoLebenTV. Wilfried, ein früherer österreichischer Sänger, der leider Gottes im Jahr 2017 verstorben ist, hat in den 80er Jahren das Lied Heidelbeeren in die Charts gebracht. Was er damit den Heidelbeeren ganz genau gemeint hat, das kann er nicht so wirklich sagen, vielleicht einfach ein Synonym für Drogen, ich weiß es nicht, ja. Doch Heidelbeeren sind auf jeden Fall besonders im Vergleich mit vielen anderen Beeren, ganz besonders im Vergleich mit vielen anderen Beeren. Ob sie auch süchtig machen können, weil sie so gesund und so super gut sind, das sei einfach mal dahingestellt. Hin und wieder kaufe ich mir auch die Heidelbeeren, so wie diese eben auch. Und das sind dann eben auch Kulturheidelbeeren, vor allem eben auch im Winter. Ja. Und da ist mir aufgefallen, dass diese mega, mega lange halten. Ja. Und die habe ich jetzt sicher schon 3-4 Wochen und da ist gar noch nichts passiert. Kein Schimmel, kein Verfaulen, ein bisschen eingetrocknet, weil das Wasser halt verdunstet. Ja, mein erster Gedanke war natürlich, die sind ganz bestimmt genmanipuliert und deshalb halten sie eben so lange. Doch dasselbe hatte ich schon mal mit Heidelbeeren aus dem Wald selber frisch gepflückt und die haben auch mega lange gehalten. Zumindest einige, die so übergeblieben sind, die sind glaube ich auch wochenlang herumgelegen in der Küche. Ich meine, jetzt nicht so herumverstreut, so auf einem Platz. Und da habe ich eben auch beobachtet, dass die einfach nicht schlecht werden. Also es muss schon was mit den Heidelbeeren zu tun haben. Auf jeden Fall mega spannend. Doch bevor wir schauen, was die Heidelbeere so kann und warum sie so wertvoll ist, ein kleiner Exkurs in ganz frühere Zeiten und warum wir denn überhaupt solche Stoffe brauchen, solche Wirkstoffe, solche wertvollen Stoffe, wie zum Beispiel eben auch in den Heidelbeeren enthalten sind, ja, das erfahren wir jetzt gleich mal. Aber zuerst mal eine kleine Rückschau, so vor circa, ja, also vor circa 3 Milliarden Jahren so Bakterien, die Photosynthese erfunden haben, leiteten sie durch die damit verbundene Freisetzung von Sauerstoff aus Wasser tiefgreifende Veränderungen für das Leben auf der Erde ein. Ja. Die reduzierende Uratmosphäre mit überwiegend Methan änderte sich zu einer oxidierenden Atmosphäre mit heute ca. 21% freiem Sauerstoff. Aufgrund seiner hohen Elektronenaffinität ist der Sauerstoff ein sehr starkes Oxidationsmittel. Und diese aggressiven Eigenschaften des Sauerstoffs lösten eines der größten Artensterbe der Erdgeschichte eben aus. Schätzungen gehen davon aus, dass ca. 97%, vielleicht auch 96% oder 95% der Organismen der Uratmosphäre einfach ausgestorben sind. Und die wenigen Überlebenden schafften es, sich an die sauerstoffhaltige Atmosphäre anzupassen und sich mit Reparaturmechanismen gegen eben die oxidative oder gegen die oxidative Kraft und der hervorgerufenen Zellschäden einfach auch ausreichend zu schützen. Überlebende Organismen entwickelten durch den Sauerstoff, den sie nun zur Verfügung hatten, eine aerobe Energiegewinnung, ja, also eben durch den Sauerstoff. Vorher war diese Energiegewinnung eben ohne Sauerstoff, das heißt anaerob und durch den sogenannten Gärungsstoffwechsel möglich. Dasselbe passiert eben auch bei Krebszellen. Die haben auf anaeroben Gärungsstoffwechsel umgeschalten. Aerobe Energiegewinnung bedeutet jedoch auch wesentlich mehr Leistung für die Zellen. Ja, das ist unglaublich. Also wenn die auf Sparflamme eben anaerob sind, dann haben die vielleicht 5, 15, 20% maximal der normalen
Energie. Darum fühlt man sich eben auch meist sehr schlapp und müde. Jedoch haben wir durch diese Energiegewinnung auch an die 2% reaktive freie Sauerstoffradikale. Also diese Sauerstoffradikale sind jetzt nicht die guten, sondern das sind die bösen, die entstehen eben durch die Oxidation. Und mit dem größten Teil dieser sogenannten ROS kommt eben unser Immunsystem grundsätzlich auch klar, doch etwas bleibt eben auch immer übrig und sorgt eben dann auch für den Alterungsprozess. Studien zeigen jedoch auch, dass ROS wichtige Signalmoleküle eben auch sind, welche viele immunologische Vorgänge und eben auch den Zellstoffwechsel beeinflussen können. Beispielsweise können so Immunzellen Entzündungen zur Abwehr auslösen, aber bei chronischen Entzündungen dagegen wird die Belastung dann einfach zu groß und die Zellalterung kann eben auch beschleunigt werden und zunehmen. Hier ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Balance zwischen den ROS und eben auch den Antioxidantien notwendig, damit es eben nicht zu viel oder eben auch zu wenig ist. Durch zahlreiche äußere Umwelteinwirkungen können ebenfalls zellschädigende ROS, zum Beispiel durch Strahlung wie der UV-Strahlung oder eben auch der radioaktiven Strahlung und Schwermetalle, aber auch Stress, der die Balance unseres Stoffwechsels aus dem gesunden Gleichgewicht bringt. Deshalb ist der Alterungsprozess je nach Lebensumständen und Einflüssen von Person zu Person einfach sehr, sehr unterschiedlich und die meisten Menschen können die theoretische Lebensspanne von ca. 120 Jahren eben da nicht erreichen, weil so alt könnten wir an und für sich eigentlich werden. Das wäre doch schon eine Ansage, 120 zu werden, da hätte ich dann gerade mal noch nicht mal die Lebenshälfte erreicht. Was für eine geile Perspektive. Ja, und weil wir nun schon beim Altern sind, gerade unser Gehirn ist vom Alterungsprozess ziemlich betroffen. Ja. Obwohl es nur 2% unseres Körpergewichts ausmacht, verbraucht es 20% des gesamten Energieumsatzes. Das heißt, im Gehirn geht so richtig die Post ab. Jedoch entstehen dann auch im Gehirn die reaktiven Sauerstoffspezies, also die ROS, und das eben dabei nicht zu knapp, weil hier wirklich extrem viel Energie auf relativ geringem Raum eben entsteht. Weil ein leistungsfähiges antioxidatives Abwehrsystem im Gehirn dann leider Gottes auch fehlt. Und die wichtigsten zellulären Abwehrenzyme, wie zum Beispiel die Katalase, die Superoxid-Dismutase und eben die Glutathion-Peroxidase, die kommen eben in Gehirnzellen nur in relativ geringen Mengen vor. Das heißt dann, wenn Zellen schwer beschädigt sind, dann gibt es in den meisten Gehirnbereichen keine Zellteilung mehr. Ja, also hier nicht zu viel Alkohol trinken, weil diese Zellen, die wachsen nicht mehr wirklich, die teilen sich nicht mehr wirklich, na, wachsen geht schon gar nicht. Die Gehirnzellen werden logischerweise weniger. Ja, und zum Glück haben wir von Kindesbeinen an einen relativ großen Polster, doch irgendwann ist dann eben auch da Ende und die Schäden sind spürbar und sichtbar. Parkinson und Alzheimer sind dann eben sehr, sehr bekannte Krankheitsbilder. Der Verlauf des angehäuften Gehirnschadens über die ganze Lebensspanne hängt einfach auch sehr stark von den individuellen Verhältnissen ab. Ja. Die genetische Konstitution, wie zum Beispiel eben die Effizienz der Reparatursysteme, der Lebensstil natürlich, zum Beispiel Ernährung, natürlich Bewegung, das Rauchen, Alkohol und die biografischen Erfahrungen, zum Beispiel eben auch Stressphasen und starke seelische Belastungen. Das sind einfach die wesentlichen bekannten Einflussfaktoren und über den Stress, den Corona jetzt mittlerweile seit fast einem Jahr auslöst, da brauchen wir uns jetzt gar nicht zu unterhalten. Das ist eine wahnsinnig unterschätzte Angelegenheit. Ja, im Alter von 80 Jahren ergibt sich dann durchschnittlich eine Abnahme der geistigen Geschwindigkeit um 40-60% im Vergleich zum Alter von 20 Jahren. Und betroffen ist vor allem die Aufmerksamkeit, die Verarbeitungsgeschwindigkeit, Problemlösung, auch die Entscheidungsfindung und allgemein die
Lernfähigkeit bzw. eben auch die Gedächtnisleistung. Informationen werden dann einfach auch schlechter und langsamer verarbeitet und so weiter und so fort. Ja, meine Lieben, das Gehirn hat ganz schön zu tun und deshalb ist es massiv wichtig, hier einfach Bewusstsein zu entwickeln und es nicht einfach dem Zufall zu überlassen, ob man nun Alzheimer, Parkinson oder was auch immer bekommt oder eben auch nicht. Denn eins muss einfach auch klar sein, das Gehirn kompensiert sehr, sehr lange. Abgestorbene Areale werden von anderen Bereichen übernommen. Ja, da merkt man ganz lange nichts. Doch wie gesagt, irgendwann ist auch da Schluss mit der Kompensation und dann hat man vielleicht Alzheimer, Parkinson und so weiter und so fort. Ja, jedoch meine Lieben, es gibt natürlich auch Hoffnung. Das ist schon klar, das ist klar. Sonst würde ich kein Video darüber machen. Experimente und Studien mit Blaubeeren bieten einfach auch Hoffnung und die vielfältigen Inhaltsstoffe zeigen in Versuchen einen deutlich positiven Einfluss auf die Gehirnfunktionen und können einfach bereits aufgetretene Schäden teilweise kompensieren. Ja, von den ca. 30 bisher identifizierten antioxidativ wirksamen Inhaltsstoffen der Heidelbeere sind viele dabei, die auch die Blut-Hirn-Schranke passieren. Das ist natürlich wichtig, dass das Ganze da ins Hirn raufkommt und deshalb in unsere Nervenzellen einfach auch schützend wirken können. Und vor allem die Gruppe der Anthocyane, welche den blauen Farbstoff einfach auch darstellen, ist besonders gut beweglich in Geweben. Bereits 4 Stunden nach dem Verzehr von Heidelbeeren ist die größte Menge der Anthocyane im Blutserum schon angekommen und kann dann einfach auch nachfolgend Gehirn und Organe erreichen. Ja, in 100 Gramm Heidelbeeren sind dann etwa so an die 100 bis 110 Milligramm Anthocyane enthalten. Und das ist eine sehr, sehr hohe Menge im Vergleich zu vielen anderen Obstarten. Experimente in den letzten Jahren zeigten auch deutlich, dass Polyphenole nicht einfach nur Antioxidantien sind, ja, gegen die freien Radikale, sondern aufgrund ihrer besonderen Struktur auch direkt steuernd eben auf die zellulären Prozesse eben positiv einwirken können. Ja, aufgrund dessen, dass Langzeitstudien beim Menschen schwer umsetzbar sind, hat man viele Versuche und daraus resultierende Erfolge mit Mäusen und eben auch mit Ratten gemacht. Ist verständlich, 15, 20 Jahre jeden Tag Blaubeeren zu essen für eine Studie, da wäre ich nicht dabei. Aber gut, mit den Mäusen und Ratten kann man es ja auch machen. Gleich mal zu Beispiel Nummer 1. 9 Monate alte Ratten, also das ist ein hohes Alter, wurden 8 Wochen lang mit einer Kost, die mit 2% Extrakten aus Spinat, aus der Erdbeere und eben der Heidelbeere versetzt war, gefüttert. Ja, und die altersbedingten geistigen Defizite konnten damit eben ausgeglichen werden. Jedoch konnte nur die Heidelbeernahrungsergänzung die Koordination und eben auch die Balance verbessern. Ja, und viele Versuche wurden mit einer Maus-Mutante, also dem Typ F344, der Alzheimer-Maus, die besonders anfällig für Alzheimer ist, durchgeführt. Und 4 Monate alte Tiere, das ist so die Jungphase, wurden 8 Monate lang bis in das Alter von 12 Monaten, also in das Erwachsenenalter, mit einer Kost mit 2% Heidelbeerextrakt gefüttert und damit in einem Labyrinth-System auf die geistigen Fähigkeiten getestet. Na, was ist rausgekommen? Die Prädisponierten, also die Alzheimer-Mäuse, die schnitten genauso gut wie die normalen gesunden Mäuse ab. Ja, ist auch wieder eine Hausnummer. Und weitere Untersuchungen zeigten eben auch, dass die Inhaltsstoffe der Heidelbeere die Signalleitung eben in den Nervenzellen verbesserte und so die Beeinträchtigung durch die Alzheimer-Zellschäden einfach auch kompensieren konnten. Noch ein weiteres Experiment mit 19 Monate alten Alzheimer-Mäusen, das ist schon ein sehr hohes Alter, die eben Heidelbeerkost erhielten, untersuchte die Neubildung von Nervenzellen einfach dann ein bisschen genauer und die Gedächtnisleistung war erneut durch die Heidelbeerkost wesentlich besser und die Versuchstiere machten in Intelligenztests weniger Fehler. Ja,
2010 wurden dann aber die ersten klinischen Studien mit Menschen veröffentlicht. Die freiwilligen Personen, die waren so im Alter zwischen 70 und 80 Jahren mit erkennbaren Symptomen wie Vergesslichkeit, die bekamen dann über 12 Wochen täglich zwischen 6 bis 9 Milliliter pro Kilo Körpergewicht Blaubeersaft. Das sind zum Beispiel bei Personen mit 75 Kilo herum so an die 500 Milliliter Blaubeersaft am Tag oder Heidelbeersaft, wie wir in Österreich eben sagen. Weitere Früchte durften die Probanden eben über diesen Zeitraum nicht verzehren, um den Blaubeereffekt eben nicht zu beeinflussen. Nach 12 Wochen Kost wurde die geistige Leistung anhand Gedächtnis- und Logiktests untersucht. Die geistige Leistung war deutlich gesteigert und weiter wurde beobachtet, dass depressive Symptome bei einigen Probanden einfach auch stark reduziert wurden. Ja, der Blaubeereffekt. Das erinnert mich gerade daran, dass ich ja, wie ich vor 2 Jahren mittlerweile schon wieder in Deutschland unterwegs war, auch im Blaubeuren war. Da gibt es dann den Blaustein und den Blausee. Ein unglaublich blauer See. Vielleicht werde ich das Bild ja da irgendwo mit einbinden. Ja, meine lieben Freunde und Zuseher, das war ein kleiner Auszug an Möglichkeiten dieser außerordentlichen Frucht. Ja. Es sollte uns schon klar sein, wir sind vor degenerativen Krankheiten nicht gefeit, kann uns allen passieren. Es kann jeden treffen und umso besser ist es, darüber Wissen zu haben und etwas dagegen zu tun. Natürlich genügt es nicht, nur mal ein paar Monate Blaubeeren zu essen. Gesundheit hat immer einen ganzheitlichen Affekt. Es ist einfach eine Ganzheitlichkeit und da gehört einfach vieles, vieles dazu, wie eben zum Beispiel auch die gute, optimale Ernährung für einen jeden. Aber Blaubeeren haben halt da ganz besondere Qualitäten und immer wenn du dir Heidelbeeren hineinziehst, dann denk einfach dran, dass du wahnsinnig viel für dein Gehirn, für deinen Alterungsprozess in dem Falle tun kannst. Ja, in dem Sinne freue dich auf das nächste Video. Wir werden uns mehr Möglichkeiten ansehen, um hier gegen freie Radikale vorzugehen, vor allem auch um da oben im Gehirn eben die degenerativen Momente wieder etwas nach unten zu bringen. Ja, lasst mir einen Daumen oder zwei Daumen hoch, bleibt mir oder werdet gesund, wenn ihr es noch nicht seid, schreibt mir eure Kommentare hinunter in die Kommentare. Und ja, alles Liebe von mir, wir sehen uns beim nächsten Video, Baba, ciao, tschüss und servus, euer Geo.